Ja, da haut er hier hin, hier fängt er an und da geht er hin. Und nachher hier mit Range-Erweiterung. Jo, ich glaube, das ist ganz passabel, dass wir das so machen. Ich hau mal nonstop rein. Lass mal die Scheiße da mal runter. So, ein bisschen Speed muss auch sein. Wir wollen ja nicht einschlafen. So, liebe YouTuber, ich muss noch was sagen. Ihr habt es wahrscheinlich eh schon bemerkt. Aber ich twitche ein bisschen rum hier und ja, ich mache das für Fun. Und ja, ich muss sagen, Twitch ist irgendwie, weiß nicht, mir macht das Spaß. Und ich werde das einiges auch machen auf Twitch. Also, dass ihr euch nicht wundert, wenn ich mit Leuten hier rede. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, hallo, bla bla bla, wie geht's, alles klar und so. Ich bin nicht bescheuert oder so, ich rede schon wirklich mit jemandem, der in den Chat schreibt, ne? Also, Twitch ist ja bekannt, nehme ich an, ne? Das musste mal loswerden. So, und jetzt gehen wir hier weiter. Sie upgraden da. Das läuft eigentlich ganz passabel. Wir werden jetzt das nehmen und dann werden wir den da upgraden. War eine gute Entscheidung, dass da nicht so viel nach hinten kommt. Nicht nachlegen müssen heißt halt Geld sparen. Ne? Und Geld sparen ist wichtig. Kann in die Tower investieren. Ja? Dieses Nachlegen hat halt den Nachteil, mir fehlt dann das Geld. Nachlegen ist einmalig. Ich lege Nägel hin und das war's dann. Ja? Nachhaltigkeit heißt, ich investiere das in den Tower, dann habe ich es immer. Aber manchmal muss man halt nachlegen, so wie jetzt hier, sonst wird es ein bisschen happig. So, aber ich kann da nicht alle Stahlblons durchlassen, weil wir haben hier nur nicht so viele Spikes. Darum habe ich das jetzt gemacht. Also nur zur Erklärung. Och, der eine kleine Stahlblon hier, was will denn der von uns, der Scheißer? Ein bisschen mehr Spikes werden wir uns jetzt nehmen. Und dann machen wir einen zweiten Ninja. Mal gucken hier was. So, den zweiten Ninja, den will ich hier haben. Ganz knapp wird es. Ja, dann geht er nachher mit der vergrößerten Range auch darüber. Jo, gut hingesetzt. Habe ich gerade gebraucht. Sehr schön, sehr schön. Läuft, Leute, läuft. Wave 8 ist in the house. So, wie viele Stahlblons werden kommen? Noch? Ja, das geht, das geht. Das kann ich durchlassen. Das schafft die Spike Factory. Da brauche ich keine Angst haben. So, dann nehmen wir das hier und dann geben wir denen einmal Range. Ein bisschen Range. Range. Aber wenn das Range. So, Hammer. Wie weit geht er jetzt? Jo, er geht da hinten, wie ich gesagt habe. Der genauso. Supidupi! So, die Stahlblutz, die können nach hinten, sind jetzt Problem. Die gehen da in das Spike Factory drauf. So, erledigt. Jetzt sammeln wir Geld. Oh, Scheiße.
Oh, scheiße. Aber es geht sich aus, es geht sich aus. Wow, unsere Ninjas sind hier der Star, die haben das gerockt. Das war schon knapp hier. So, den werden wir jetzt woanders hinsetzen. Setzen wir hier hin. Genießt auch die Vorteile von dem Tower dann. So, ich will jetzt einen Ninja hier auf 5 zur Sicherheit. Der haut jetzt richtig raus. Sicher, sicher so auf die Art. So, dann werden wir unseren Tower in der Mitte hier, das Dorf, ein bisschen upgraden. So, das geht mit den Stahlblunts, das ist nur erträglich hier. Es werden jetzt dann Keramiks kommen, das ist ungut. Das heißt, ich sollte den da upgraden, nur, dass wir 2 Fünfer haben. So, das ist ein bisschen viel hier. Da muss ich hier ein bisschen mithelfen. Wow, das war schon knapp, Leute. Das war schon sehr knapp. Ein bisschen mithelfen hier zur Sicherheit, dass nicht alle da nach hinten gehen, weil so viele Spikes habe ich noch nicht. Ihr seht es ja, ne? Also die Entscheidung war schon richtig. So, dann habe ich hier auch 5er. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die auch Stahlblunts angreifen. War eine gute Entscheidung, brauche ich auch gerade, weil wegen der Bosse hier 10 Sherikans müssen schon sein. Ein paar mehr Spikes wären auch eigentlich ganz fein, die fein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße! Wow, da muss man ein bisschen nachlegen, aber es hat geklappt. So, ich brauche dieses Upgrade hier. Oder eine Spec Factory zum Aktivieren, das wäre natürlich noch besser. Ha, das werden wir machen. Und zwar hier. Knappe Sache. Wave 17 haben wir. So, die Spike Factory steht super hier, das funktioniert perfekt. So, jetzt hat er extra viele Spikes raus hier. Wave 18, Leute. Die dicken Dinger könnte man hier mal nehmen. Die fetten Spikes. Falls doch mal was nach hinten kommt, ist glaube ich, das ist nicht die schlechteste Idee. Wave 19 ist in the house. Wave 20, da kommt ein roter Alarm. Das kriegen wir auch noch hin. Jawohl, Spike Factory for the win und die Ninjas hauen rein. Pinky, danke für den Host. Ha, steht im Chat. Pinky now hosting. Okay, das Problem habe ich beseitigt. Das einzige Problem, was ich jetzt noch habe, ich sehe nicht mehr mich voll out. Also, im Stream seht ihr schon. Aber ich sehe es nicht. Obwohl ich einen Chat von mir habe. Aber danke, Pinky. Pinky ist immer gut. Und Pinky am Morgen vertreibt dir die Sorgen.
So, jetzt kommt ein bisschen viel hier runter, das passt mir gar nicht, ey. Hi, Pinky, morgen ist gut. Aber hi. Oh, Mann. So, Wave 62. Pinky, du bringst mich durcheinander. Wave 22. Ah, okay, den roten, den kriegen wir so auch. Das ist jetzt nicht das Problem hier. Aber ich hau jetzt mal dieses Nonstop raus. Das geht gar nicht hier. Hier ist mal zu viel Action gerade. Ey, das gefällt mir gar nicht. Nee. Das machen wir anders. Da hauen wir die ganze Scheiße jetzt raus, weil zu viel Risiko. So. Too much risk, no fun. Ist ganz einfach. Dann werden wir hier noch eine schöne, fette Spike Factory hier. Ja, das läuft. Ja, war eine sehr gute Entscheidung, wie man sieht. Es läuft. Aber da wird noch so ein grauslicher Grüner nachher kommen. Das heißt, ja, irgendwie... Na, ja, müssen wir den ja aufhalten, ne? Wave 24. Ja, zwei Rote sind jetzt auch nicht der Weltuntergang. Naja, okay. Oder? Wird das was? Nee, das wird nichts. Das machen wir anders. Nee. Da riskieren wir nichts. Das will ich hinkriegen. So, Wave 25. So, ich wollte 6000 und dann läuft... Oh. Naja, es geht eigentlich. Es läuft. Wave 26. Yeah. So, die 6000 habe ich gleich. Oh, ein bisschen noch. Und wir haben es. Sehr schön. So, jetzt habe ich zweimal aktivieren, ready. Mit dem kann ich was anfangen. Und was ich jetzt noch mache, ist ein schöner, fetter Ninja Monkey. Die Frage ist nur, wohin mit dem Bauern? Den gebe ich hier hinten hin, weil wenn hier viel durchkommt, habe ich sonst den Arsch offen hier hinten. So, Wave 27. Nächste Wave dürfte der Grüne dann kommen. Bis dorthin muss alles hier sitzen. Jo, das läuft eigentlich ganz paletti hier. So, letzte Wave, Wave 28, da ist die grüne Ratte. Aber ich aktiviere das ein bisschen später, weil ich lasse den zuerst schön in die Spikes hier rein, ne? Dass er Schaden kriegt. Wenn der Rote eben nicht den ganzen Spikes klauen würde, der Hund, der... Dann machen wir es anders. Einmal aktivieren muss drin sein. So, jetzt können wir hier das upgraden vielleicht noch. So, dann ein zweites... Oh, scheiße. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht beschissen aus. Wenn ich den nicht gleich hier ready habe, habe ich ein richtiges Problem. Oh Gott, das wird zu spät. Okay. Oh Gott. Ey, ich hab's wieder ready, geil. Oh, das brauche ich auch gerade. Und es sieht gut aus. Wir haben es geschafft. Nice one. Das Einzige, was ich schon wieder nicht kapiere, ich habe 175 Leben. Wo kriege ich die 5 Leben her? Ich habe da nur 170. Irgendein Tower gibt mir immer Leben. Ich weiß nicht welcher, ey. Ich habe schon hunderte Stunden in dem Game, aber ich kapiere es immer noch nicht. Offensichtlich, wo ich scheiß Leben herkriege. Muss man sich mal anschauen, ey. So, wo ist mein Flugzeug? So, jetzt machen wir so eine schöne Boeing hier hin. Und wir schauen auch mal wieder eine Glückskiste kriegen. Oh ja, es ist eine Glückskiste. Geil, Mann. Alter, ich feier das mal. Das ist die Kiste der Kisten. 4 Packs, das geht. Mit sowas kann ich was anfangen. So, das läuft. Da passt die Mucke auch richtig. So, läuft. Also die Kiste ist super. Jetzt haben wir nämlich noch 4 Kisten. Das war eine Spitzenkiste. So, das ist eine normale Kiste. Da kann man... Ja. Ich spreche nicht gerade in Freudentränen aus. Aber egal, sie war gratis. So, was kriegen wir hier Schönes?
1, 2, 3, 4. Jo, das ist auch eine super Kiste. 280er, 230er. Das läuft. Das läuft auf jeden Fall. Die upgraden auch gleich auf Stufe 6. Base Attack Cooldown reduced by 10%. Das ist auf jeden Fall super. So, dritte Kiste. Oder vierte, wenn man es nimmt. So. Und wieder zwei. Oh, die werden alle fast upgraden. Das läuft, das läuft, das läuft. So, Bananenfarm kommt. Du upgradest jetzt. Jawoll, läuft doch. Also, Basiskosten und alle Upgrades sind 4% cheaper, also billiger. Läuft. So, und was kriege ich im nächsten? Cash from each Banana increased by 2. Das ist auch super. Jo, läuft. Also, langsam kommen wir mit den Upgrades klar. Und ich gehe in die Richtung, Player vs. Player wieder anzustellen. Weil jetzt bin ich eigentlich schon stark genug, dass ich die alle aufmischen kann, die Bauern. Glaube ich zumindest. So. Jo. Also, gut abkassiert haben wir. So, ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde hier jetzt nochmal Geld kassieren. Und dann werden wir einen kleinen Cut machen. Aber nur einen kleinen. Und ja, das Stream geht auf jeden Fall weiter. Ich muss nur eine kurze Pause machen. Aber ich lasse den Stream dann laufen. Und dann machen wir gleich wieder weiter. So. Aber nicht jetzt. Also der Cut kommt nicht jetzt. Jetzt wird mal Geld kassiert. Ich mache es wie das Finanzamt. Ich halte jetzt hier die Pfoten einfach überall auf. Ne? Und mache Klau, Klau, Klau. So. Dann gehen wir darüber. Ist auch wieder Money. Also ist immer wichtig, wer auch immer da zusieht und das Spiel spielt, das hier kassieren. Also immer kassieren. Weil wenn das erreicht ist, das Max, dann kriegst du kein Geld mehr. Das bringt dir überhaupt nichts. So, läuft! So, was könnte man jetzt machen? Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss!